Das Steinherz kann ich euch leider nicht zeigen. Ich habe keine Vorrichtung, um es aufzuhängen. Es tut mir leid. Aber ich habe die richtige Birne gekauft. Willkommen zurück beim Elsassleben zum neuen Video. Action Fressnapf Dekolade. Fressnapf fangen wir an, deshalb stehe ich auch. Das möchte ich euch nämlich im Ganzen zeigen. Und zwar einmal so ein Kissele für 19,99 € und passend dazu für den Odin zum Reinlegen so ein Körbchen. Sieht klein aus, aber ich denke, er passt rein. Das passt. Wenn er die Bella oder die Knödels, das wird einfach passend halt dazu, dann das Kissel rein. Ich denke, die passen rein und einer der Hunde wird es auf jeden Fall nehmen. In Not verlecke ich mich rein, Leute. So, einmal das. Habe ich cool, dann noch Heu. Aber das muss ich euch ja nicht zeigen. Ne? So, Welle, dann, Action kommt zum Schluss, ist ja klar. Dann war ich im Dekoladen hier im Elsass und habe entdeckt, dass sie auch Hundesache haben. Und ich so, okay. Dann habe ich mir jetzt nochmal so ein Donutkissen geholt. Das ist definitiv größer als 60. Ich weiß gar nicht, wie viel Zentimeter das hat. Wenn keine Preise, ich nenne, tue ich sie wie immer einblende, kein Thema. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Durchmesser. Also definitiv ein Riesending, da passen meine Knödel problemlos rein, beziehungsweise die Bella in Grau. Wunderbar, das steckst du jetzt in die Waschmaschine. Und ich mache das immer sogar bei 60 Grad manchmal und sogar in Trockner. Da ist noch nie was passiert. Es ist kein herausnahmbares Kissen. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir ist das recht, weil im Ganzen zu waschen, ich finde es einfach besser. So. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt und in der Infobox, könnt ihr direkt draufklicken. Ich habe gestern, nee, vorgestern war es, ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird, wahrscheinlich zwei Tage später, habe ich eine ganz tolle Story gemacht. Da waren viele begeistert. Mensch, schöne Sache und Ding. Unter anderem habe ich dieses Kissen gezeigt. Es soll eine Sonne sein. Und ich hatte damals eine Fußmatte auch gezeigt im DM-Haul auf meinem anderen Kanal. War das? Ja, genau. Und das war auch so einfach gestrickt. Und die Sonne, das hat mir irgendwie total gut gefallen. Deshalb habe ich es mitgenommen. Und die haben tolle Sachen in dem Laden. Mensch, haben die tolle Sachen. Also absoluter Wahnsinn, Leute. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Ja, es ist ein ganz schöner Wind, aber es ist angenehm in der Sonne. Dann habe ich geholt in den Dekoladen. Wie gesagt, die haben ja auch ein paar Sachen für Hunde gehabt. Nee, sorry, das war noch... Nee, das war Dekolade, ja. Ja, das war Dekolade. Jeweils für 2,99 €. Da ich ja 4 Hunde habe. Die, wo es noch nicht wissen, 4 Knöchele. Ne? Muss ja gerecht sein. Ne? So, dann geht's weiter. Ganz unspektakulär. Kann man nie genug davon gucken. Batterie einmal, dreimal AA. Also AAA und zweimal AA. Ja, ich muss AA. Ne? So, dann. Das hat die Schlaubi-Schlumpf-Annette schon gesehen. Aber ich zeige es gerne noch einmal. Und zwar haben die Harry Potter gehabt. Und sehr günstig. Und ich habe ihr fürs nächste Paket, weil irgendwann kriegt sie noch mal. Sie hat ja auch einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal. Das heißt jeweils norwegische Bastelfee. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ein Kartenspiel von Harry Potter. Ich guck mal. Ich hoffe, ihr seht es gut. Hat mir sehr gut gefallen. Es war runtergesetzt von 7,99 €. Sie weiß es, deshalb kann ich der Preis sagen. Auf 4 Euro. Leute, mega in der Dekolade. Wirklich super. Dann habe ich mir für die Mäbel, weil die hatten halt altes Halsband von der Bella noch, aber es ist ein bisschen zu groß. Ich denke, sie passt rein. Ein neues Halsband gekauft. Ein schwarzes, weil wenn ich das, ich habe das so zugemacht im Geschäft aufs Hinterste. Und definitiv, also ihr Hals, das wird sie reinpassen mit Sternchen und einem kleinen Glöckle. Das kriegt sie dann mal an. Wird auch gut aussehen, oder? Ha, Leute? Indianerbraut? Also. Ja, hat mir gefallen. Preise, Einblende, habe ich gesagt. So, dann habe ich geholt, das habe ich auch in der Story auf Instagram gezeigt und habe mir eins geholt, wo das Herz nicht ein heller Stein ist, sondern ein grauer Stein für 4,99 € zum Aufhängen. Ein Steinherz, ist das nicht schön? Leute, und das hätte Gewicht, ne? Das könnt ihr euch vorstellen. Ich überlege mir das, ob ich vorne das an meiner Haustür vorne hänge. Und zwar, sobald ich den Haul abgedreht habe. Vielleicht hänge ich dann hinten dran noch mal ein Bild dran. Oder vorher habe ich das schon gemacht. Müsste mal gucken dann. Schön, gell? Ach, hat mir so gut gefallen. So. Und was ich im Dekolade noch geholt habe, ist das hier. Ich hoffe, die ist sticht. Ich muss es ausprobieren für 14,99 €. Weil ich möchte da gerne meine Milch reinmachen. Meine kalte.
Ich verhebe es mal nach, das ist ja grün-weiß. Ist das nicht schön? Und von der Höhe her hat das ja 25 cm. Schön, gell? 14,99. Wunderbar. Hat mir so gut gefallen. Das war das Letzte, was ich in der Einkaufskorb geschmissen habe. Ganz am Schluss zeige ich euch von diesem Dekolader noch etwas von Harry Potter. Aber ich muss ich am Ende noch aufheben. Deshalb seid ihr mir jetzt nicht böse, wenn ich jetzt weitergehe zum Action. Im Action bin ich wirklich im Slalom jedes Regal abgelaufen. Das ging dann so. Wirklich alles. Ich habe alles durchgeguckt. Außer am Schluss, wo dann die Spielsache kam. Und die Süßigkeiten, da bin ich dann an Kass vor, weil, wie gesagt, Spielsache für kleine Kinder. Ich habe keine Kinder und fertig. So, fangen wir einfach mal an. Ich habe geholt, ich glaube, das hatte 99 Cent, aber ich tue es euch einblende, 200 mal 70 Zentimeter eine Rolle Geschenkpapier. Seht ihr das? Das sind so, so Kussmund. So in Rot, und das Geschenkpapier glitzert auch nochmal und ist so rosé. Hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich es mitgenommen. Jo, so. Wir machen gleich weiter. Ich tue jetzt einfach alles rausziehen. Dann habe ich Decke gesehen. So günstige Decke habe ich im ganzen Leben noch nicht gesehen. So, und zwar 140 x 180 cm in Grau. Leute, sowas Weiches. Superschön. Superschön. Ah, oh, die hat mir so gut gefallen. Wunderbar, wunderbar. Ich lege es einfach mal irgendwo jetzt hin, wo da hier, da ist die Tüte auf dem Boden, kann ich es auf den Boden legen. Dann Handtuch habe ich mir noch mitgenommen. Ein, Leute, sorry, Wortfindungsstörung wieder. Duschtuch in Türkis, so Türkis, ist das? Sehr, ja, es ist halt etwas dünner, ja, ihr wisst ja, Action, ne? Aber Leute, das wäsche ich einmal durch. Ich bin mit denen zufrieden. Für meinen Brachkörper reicht's. So, dann nochmal hier eine Decke. Nicht für die Bela. Auch wieder das, ne, das war jetzt 140 x 180 cm. In Puderrosa, und die ist genauso weich. Die ist so schön. So schön war ich. Also, ist eine wunderschöne Decke. So Altrosé ist das. Einfach schön. Ich hoffe, ihr seht es gut alles. Leute, ich hoffe, ihr seht alles gut. So, dann geht's weiter. Ich habe einige Spielsachen für meine Hunde mitgenommen. Weil die Bella kriegt es ja immer fertig, dass die Sache zerflettert und Ding. Und einmal habe ich mitgenommen ein Eichhörnchen mit Squeaker. Das sieht so aus. Hinter der Puschelschwanz. Oh, ich komme schon kund. Der tut sich ein bisschen. Aha. Das quietscht. Ich fand es süß, habe ich den, komm, nimm es mit. Und ich habe, ich glaube, es ist so ein toter, überfahrener Fuchs, soll das sein. Blush Soft Toy XL. Mit Crackling Sound. Oh je. Aha, vorne an der Schnauze. Also, wie gesagt, das ist ein blattgefahrener. Ja, der ist so groß, sorry. Ein Fuchs. Den gab es noch immer andere Tiere, aber ich habe den Fuchs genommen. Ja, sieht halt aus wie totgefahren. So. Halt, Screencutting legt da oben drauf. Dann habe ich mit nochmal ein XXL Tauziel Spielzeug hier für, ja, meistens Odin, weil ich wirf ihn als Stückele immer weg abends, dass die ein bisschen außer Pusche sind, und das macht ja unheimlich Spaß. Und da habe ich mal so ein Riesending mitgenommen, ein Rosé. So, und dann noch einmal was zum Wegschmeißen, auch wieder Odin oder halt auch für die andere Tiere, andere Hund zum Spielen. Ist das hier mit so einem Knoten, mit so einem Ding, das kannst du, denke ich, auch so richtig, wow, wenn ausholst, kann ich das so richtig wegschmeißen. Ja, zum Spielen halt. Ich denke mal, das wird irgendwann draußen liegen und irgendwann verdammeln im Regen oder Ding. Aber Leute, das Zeug hat ja nicht viel gekostet, also von dem her. Und da ja meine Tiere immer alles kaputt machen. So, dann habe ich mir noch eine Salatschüssel geholt. Gab es in verschiedenen Farben. Ich habe so rosa-pink genommen, wenn ich mal grüner Salat mache oder irgendwie was. Oder ja, kann ich alles Mögliche reinmachen. Habe ich mir gedacht, komm, ist ja wirklich kuschelmäßig. Ja, kannst ja wirklich nichts sagen, ne? So, dann habe ich, das habe ich auch gezeigt im Instagram Stories. Tut mir leid, wenn ich als keine Worte finde. War auch sehr günstig, ich glaube 1,59 eins. Ein Geschirrhandtüchler. In Blau einmal und einmal in Rot. Jeweils 1,59 €, und Leute, da kann ich echt nichts sagen, weil in Deutschland wird für solche Geschirrtücher um die 3 Euro zahlen. Das sage ich euch. Ich kenne mich aus mit sowas. Das sage ich euch. So, und ganz am Anfang im Action habe ich mich für das hier entschieden. Das ist von Airwick 24/7 Neutralisations Odeur Görebrücke. Also genug Geruchsneutralisationsteil. Das wird wahrscheinlich vorne an mein Fenster kommen. Mit Jasmin. Das ist ein automatisches Spray. So sieht es aus. Ich habe es jetzt logischerweise noch nicht ausgepackt. Oh je, dahinter wird geschnauft.
Nicht und herumspringen, ihr Hundis. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, dass das halt alle paar Minuten so ein Spray-Ding abgibt. Nach Jasmin oder was. Fleur, Jasmin soll es riechen. Ich bin mal gespannt, wie es riecht. Von Airwick sind eigentlich gute Marke. Das habe ich mir gedacht. Und ich habe mir mal einen hohen Topf noch mitgenommen. 18 cm. Marblestone. Das ist der hier. Der hat mir ganz, ganz ordentlich gefallen. Guck mal, der hat wirklich, der hat, ja, das sind schon 18 cm. Also wenn da mal ein bisschen richtig dicke Soße oder Pudding oder Ding, da passt doch ein bisschen was rein. Oder eine Suppe oder irgendwie was. So, jetzt habe ich fast keinen Platz mehr, Kinder. Das war doch mal. Kurz auf den Boden stellen. So, dann habe ich mitgenommen Redstone. Größerer Ding. Der hat mir gut gefallen. Das sieht sehr stabil aus und für Action, Leute. Na? Und ich habe mir mitgenommen eine Billig-Gartenschere, um meine Haselnussäste mal zu schneiden für meine Zwergis. Garden Touch, Brunner. Sieht aber ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Gartenschere. Ist unspektakulär, aber ich sage, ich habe eine gebraucht, weil die andere, die habe ich irgendwo im Auto vermuschelt. Ich habe keine Ahnung. So. Dann habe ich mir eine süße Karte mitgenommen. Ich weiß nicht, für wen die jemals sein soll. Ich weiß es nicht. Ich tue manchmal immer so ein bisschen Karte im Vorauskaufen und ein bisschen Vorrat anlegen. Und die hat mir ganz gut gefallen. Das ist für Geburtstag und zwar ist es so 3D. Ich hoffe, ihr seht es. Seht ihr das, wie sich die Gesichter da, ich tue es mal noch, selbst der Hamster. Auch ganz oben auf dem Kopf von dem, ich sag immer Cäsar-Hund. Tut sich bewegen und guckt mal das Gesicht hier an. Der ist ja auch süß, ne? Das Gesicht, wenn die sich bewegt. Doin, die Nase. Schon goldig gemacht, gell? Finde ich total schön. Mit einem blauen Umschlag. Ja, schöne Karte. Schöne Karte. Wirklich. Hat mir so gut. Gab es ganz viele Motive, wo es sich so bewegt. Aber das mit. Ihr wisst ja, ich habe es ja mit Tieren. Also von dem her hat es ja gut gepasst. So. Jetzt geht's weiter. Unspektakulär. Auch wieder Garden Collection. Eine Schaufel. Für was? Verrate ich noch nicht. Es wird noch eine Weile gehen. So, und jetzt kann ich sie endlich nutzen, weil die letzte habe ich gestern gebraucht. Eigentlich sind es Cocktailsticks, aber ich nehme sie für Zahnstocher. Haben wir gleich zwei große Dinger geholt. Also da habe ich jetzt echt, da kann ich essen bis zum Umfallen. Da habe ich nämlich echt genug Zahnstocher jetzt. So, dann habe ich mitgenommen, ich habe in der Story. Ich schwätze heute ohne Punkt und Komma. Egal. Ich habe heute in der Story eben da, Instagram. Habe ich an Duschgele gerochen. Das soll man ja nicht machen, ich weiß. Aber ich glaube, jeder von euch hat das bestimmt auch schon mal gemacht im DM oder so. Und dann war ich im Action, habe daran gerochen und habe das in der Story auch öffentlich gezeigt. Und dann bin ich an die Parfum-Abteilung gekommen. Und neben mir stand ein Mann, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich weiß nicht, ob das ein Elsässer war oder ein Deutscher, keine Ahnung. Ich tippe vielleicht sogar mal auf einen Elsässer. Es gab zwar ein paar Tester, aber dann ist der auch bei der Duschgele bei der Männer gestanden. Leute, das hat ihn überhaupt nicht juckt, ob da andere Kunden standen oder da stand sogar eine Mitarbeiterin. Das hat die irgendwie auch nicht interessiert. Der hat wirklich alles, was ihn interessiert hat, öffentlich. Ich habe mich ja noch ins Eck gedrückt und habe so gemacht, als wenn nichts wäre. Ich habe, der ist öffentlich gestanden. Hingestellt. Nächstes. Und ich so, na gut, ja. Also ich mache es wirklich auch ganz selten, Leute, sage ich euch offen und ehrlich. Ich habe es auch schon gemacht, gebe ich zu. Stand auf mein Haupt. Aber ganz ehrlich, das fand ich ein bisschen. Ich habe mich durchgeschnuffelt in den günstigen Parfums im Action. Ich habe manche aufgesprüht, ich habe gedacht, ich geht metallisch. Dann hat eins gerochen wie mein Klostein daheim. Dann habe ich eins gefunden. Ich weiß nicht, ob das ein Männerparfum ist oder was. Rarity Ombre Gold Spender. Das ist ein goldenes. Da gab es zwei, eins in Silber und eins in Gold. Und das hat mir gut gefallen vom Geruch her. Deshalb habe ich das mitgenommen. Ich werde es vielleicht mal auspacken und in meiner Story irgendwann mal vorstellen. Ruhig! Heiligsblech, ich mache hier ein Video. Seid ihr blöd? Schnauze jetzt und knallt jetzt. Ihr kriegt nach eurem Spieli. Heiligsblechle. Gehst du runter von mir? Man schrumpelt's. So. Also, noch einmal. Nicht an den Stehen da kommen, nicht an den Tisch, Mensch, gar nicht stehen, da fliegt um. Und ja, also, das hat mir am besten. Ich sag ja fürs Auto, zwei, drei Sprüher, für das Geld. Leute, kommt hier auf. So, dann habe ich geholt, und ich hoffe, die passen. Ich habe mir Birnle geholt für mal über mein Sofa. Ich habe immer noch die alte Birne hier hängen und denke, da ist das Birnle leer. Und alle Ersatzbirne, die ich habe, da ist die Fassung zu dick. Ich habe auf gut Glück die mal mitgenommen. Die haben nicht viel gekostet, weil ich die dünnere Fassung habe. Leute, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr Birne kauft, egal ob im Action oder nicht, schüttelt.
vorher. Ich habe das erste Päckel in der Hand gehabt, habe geschüttelt, da hat es gemacht. Also alle Birne am Arsch. Die Leute merken das nicht, kaufen, die machen das nicht. Ich sage ja immer, nie das erste nehmen. Egal ob bei Klamotten, wenn ihr eine gleiche Größe nochmal findet, immer das hintere nehmen. Bei Essen, immer das hintere im Regal. Das sind auch die Haltbarkeitsdaten mehr und älter, ne? Und so weiter. Und so habe ich es bei der Birnenlinks auch gemacht. Und es schüttelt nichts. Ich hoffe, auf Instagram sage ich euch Bescheid, ob das 1, 2 oder 3, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ne? So ihr Lieben, dann hat es ja im Action, gibt es ja Gürtel. Ich habe natürlich bei den Damen erst geschaut und ich bin ja etwas molliger geworden, wie immer. Ne? Und ja, dann habe ich bei der Herren geguckt und jetzt habe ich mir einen Flechtgürtel gefunden und ich liebe diese Flechtgürtel, weil die keine vorgestanzte Löcher haben, sondern du kannst es überall reinmachen, diese Zange. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Teil da heißt. Auf jeden Fall habe ich mir 110, die Größe, ich hoffe es passt. Ein normaler Männerflechtgürtel und das juckt ja keinen. Ich habe mein T-Shirt drüber, das sieht doch keine Sau. Also Leute, jetzt mal ernsthaft. Und da kannst du diesen Piekser, da gibt es einen Fachausdruck. Kinder, ich weiß nicht. Wer es kennt, schreib es mir mal in die Kommis, mir fällt das gerade nicht ein. Und da kannst du immer Flechtgürtel, egal wie groß, dick, dünn du bist, kannst du dieses Teil da, Docht heißt glaube ich, oder? Keine Ahnung. Kannst du da rein pieksen. Und hast keine vorgeformte Löcher. Finde ich geil. Au! So. Dann. Ja, jetzt geht's langsam los. Ich habe mir Fußmasken geholt. Und zwar mit Orange, Shea Butter und Vitamin E. So. Einmal. Und Shea Butter, Vitamin E. Ich glaube, was ist das? Heidelbeere? Heidelbeere, glaube ich, oder? Ja. Bin gespannt. Sag ich euch Bescheid. Action Fußmaske. Ich will immer mal so Sachen ausprobieren, wo vielleicht nicht jeder zeigt. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal mit. So. Die Tür ist die Tüte jetzt auch da leer oder was? Ah ne, da ist noch was drin, das kommt zum Schluss. So, dann habe ich mir unspektakulär, aber ich wollte diesen Eimer mitnehmen. Das hat mir am besten gefallen mit der Pusteblume. Die andere haben so Putzutensilienbilder drauf gehabt, das war ja furchtbar. Und das fand ich auch total süß. Die habe ich mir auch mitgenommen im Action, die kommen hoch auf die Galerie. Einmal in so beige und einmal in so einem, was ist das? Das ist rötlich, rot-rotbraun. So süß die zwei, oder nicht? So schön. Die haben mir so gut gefallen. Ich dachte, die muss ich unbedingt mitnehmen. Und da steht ja nichts im Action. Da kann ich ja kaufen bis zum St. Nimmerleinstag. Dann habe ich mir geholt. Skin Softening. Ich weiß, ich habe schon genug, aber das hat so gut gerochen. The Beauty Department. Skin Softening and Smoothing. Coffee Body Scrub. Coffee Scrub and Guarnea Extract. Das sind 250 Milliliter. Und Leute, das riecht so fein nach Kaffee. Ein bisschen schokoladig. Wunderbar. Also wer ein Action in der Nähe hat, das kann ich euch echt empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es vertrage. Also das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich denke mal in meinem anderen Kanal, im Hoodie-Kanal, das ist ja Schminki und Sache, da probiere ich immer Sachen. Wird es dann vorkommen, spätestens im Aufgebraucht und dann kann ich sagen, ob es Ding. Das ist ja auch keine LE oder sowas. Also ich denke, das gibt es dann dauerhaft. Aber das riecht. Allein der Geruch, mega. Ich hoffe, es vertrage ich. Ne? Ihr wisst ja, ich habe ja furztrockene Haut. So, jetzt kommt, habe ich jetzt alles hier gezeigt. Jawohl, jetzt kommt noch was. Ich habe ja in meiner Story gezeigt, dass ich da Schminksache und Palette habe ich vor. Sorry, wenn ich nicht. Ich muss die Tüte hier feststellen, die WM ist davon. Tut mir leid. Ich habe in meiner Story im Instagram gezeigt, dann die ganze Palette. Ich habe mir keine gekauft. Aber was mich juckt hat, Max & More Cosmetics Lipstick Collection. Die habe ich mir mitgenommen. Ich will mal wissen, wie die sind. Für das Geld, Kinders. Für das Geld. Und das fand ich schön, die Schachtel. Die fand ich so hübsch. Lava, Sweetheart, Eye Candy, Think Pink, The One and Total Flirt. Es sind ganz verschiedene Farben. Ich hoffe, ihr seht es gut. Also von rot bis bräunlich, beige. Ich werde alle mal einzeln durchprobieren. Ich fand die Kiste toll. Da kann ich die Sache wieder reinlegen, Deckel zu, glaube zu auf den Tod. Ich fand das hübsch, deshalb habe ich es mal mitgenommen. So, und jetzt kommt das letzte Teil. Schlaubi, pass auf. Wo ich mir geholt habe, ich habe euch davon das Kartenspiel von Harry Potter gezeigt in dem Dekolade. Deshalb switche ich jetzt nochmal schön in der Dekolade. Ich habe mir geschworen an diesem Tag, wo ich dahin gefahren bin, ein kitschiges Teil muss ich mir holen. Und ich finde es gar nicht so kitschig, weil die liebe Annette hat mich angefixt mit Harry Potter. Und ich habe gedacht, ich habe ja schon ein bisschen was von Harry Potter, unter anderem auch ein geiles Buch. Und ich habe gedacht, ich stehe irgendwie auf der Dumbledore.
Und ich hab, der kommt ins Auto, an der Spiegel. Ich habe mir eine Dumbledore. Er soll mich beschützen. Als Aufhänger cool. Der Dumbledore. Irgendwie bin ich der cool. Leute, da gab es ja auch Tasse davon und ach Gott, ganz tolle Sache. Aber ich habe mir eine Dumbledore geholt. Ich konnte nicht vorbei an diesem Teil, ich schwöre es euch. Okay. Wie sage es, so weit bin ich noch nicht im Harry Potter. Wie sage es, Hex, Hex? Nee, das ist Bibi Blocksberg, gell? Ach, was weiß ich. Lasst ein Like da. Tschüss.